Verehrte Festversammlung, Festgesellschaft, sehr geehrter Herr Bürgermeister Sachse, ich freue mich, Sie heute Abend hier in St. Ägidien begrüßen zu dürfen zur Wiedereröffnung des St. Annen Museumsquartiers hier in unserem Ägidienviertel. Am Rande bemerkt, wir stellen der Stadt weder eine Miete noch Heizkosten, noch Personalkosten, noch, was es früher tatsächlich gab, Kerzengeld in Rechnung. Das ist unsere kleine Beteiligung an der Wiedereröffnung an diesem schönen Abend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen zum heutigen Abend hier in der St. Ägidienkirche zur Eröffnung des Museumsquartiers St. Annen. Das ist wohl auch eine Lübecker Besonderheit, dass zu einer Museumseröffnung 800 Menschen kommen. Und leider mussten wir vielen, vielen noch absagen, weil auch der große Ort hier nicht alle fassen konnte. Sehr beeindruckend. Ich bedanke mich sehr, Herr Pastor Baldruck, dass wir hier in St. Ägidien so kostengünstig zu Gast sein dürfen. Ich werde es mir merken, wir kommen gern wieder. Also seien Sie alle herzlich willkommen. Es ist heute sicherlich nicht der Tag und hier auch nicht der Ort, um über die schwierige finanzielle Lage der Städte in Deutschland im Allgemeinen und Lübecks im Besonderen zu reden. Aber ausblenden kann man diese Rahmenbedingung auch nicht. Gerade wie in Lübeck nicht, wo wir mit einer so großen kulturellen Tradition so viel Hochkarätiges zu bieten haben, sodass es eigentlich, wie in fast allen anderen Ländern Deutschlands, ein Landesmuseum geben müsste und ein Landestheater. Wir alle sind die Stadt. Das wird ganz besonders deutlich an unseren Museen. Das Europäische Hanse-Museum wird die Museumslandschaft entscheidend stärken. Und auch dies wäre wie vor einigen Jahren die Kunsthalle ohne die großzügige Finanzierung durch die Posseel-Stiftung nicht möglich gewesen. Das Museumsquartier St. Annen, das wir heute eröffnen, ist ein ebenso leuchtendes Beispiel für das bürgerschaftliche und städtische Engagement hier in Lübeck. Über 2,5 Millionen Euro sind durch Stiftungen und Einzelspenden zusammengekommen. All denen, die sich engagiert haben, ein herzliches Dankeschön und Ihnen allen tolle Erlebnisse im neuen Museumsquartier St. Annen. Herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Mäzenatentum, Bürgersinn, Gemeinwohl. Begriffe, die nach vorigen Jahrhunderten klingen, glücklicherweise aber in unserer Hansestadt Lübeck in der Gegenwart präsent sind. Sonst hätte das große Gemeinschaftswerk Neugestaltung des St. Annen Museums nicht realisiert werden können. Anteil daran hatte die Jürgen-Wessel-Stiftung, für deren Vorstand ich heute spreche. Möge sich das neue St. Annen Museum zum Besuchermagnet mit einer wachsenden Zahl von Besuchern in den folgenden Jahren entwickeln. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allem liebe Unterstützer und Unterstützerinnen, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen von Gabriela Schröder auch, denn das haben Sie richtig gesagt, Herr Sachse, das ist eine Teamarbeit gewesen. Inhalt und Geld müssen vernünftig zusammengebracht werden mit so einem großen Projekt. Wir erleben das ja häufig, gerade jetzt, dass da vieles schiefgehen kann. Ich glaube, wir sind, Frau Schröder, das kann man so sagen, ein gutes Team und deswegen ist mir das ganz wichtig. Ich begrüße auch die Senatorin Annette Borns, die uns die ganze Zeit unterstützt hat. Wenn Neues zu machen ist, ist das immer nicht nur einfach. Sie stand immer hinter uns. Und auch unser Stiftungsratsvorsitzender Frank Thomas Kauli. Und als Letztes noch eine Bitte. Alle haben die letzten Nächte und Tage sehr, sehr viel gearbeitet. Wir haben uns entschieden, um 11 Uhr ist Schluss, um 23 Uhr. Dann sollten wir alle nach Hause gehen. Also, dass Sie das vielleicht im Kopf haben, es ist genügend Zeit, alles anzuschauen, miteinander zu diskutieren und zu reden. Ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich erschienen sind und hoffe, dass es Ihnen gleich gefallen wird.
Bullenweber war ein Pratans und wohl auch ein Blender. 1537 wurde Bullenweber inzwischen quer durch Norddeutschland gehetzt und geächtet wie ein Münsteraner Wiedertäufer, wie ein ehrloser Schwerverbrecher hingerichtet. Hans Sonnenschein, wie mag er ausgesehen haben nach all den Ereignissen, die er mitzuverantworten hatte? Ja, ich glaube, das kann ich nicht. Ja,